Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, Leute, wir gucken mal wieder rein, was gibt's hier momentan. Ja, was Neues ist nicht dabei. Dann schauen wir doch mal rein. Was haben wir hier? Party Animal Slurp Juice ist ein Bierfass. Geil, richtig geil. Da unten, geil, mit dem Hahn unten, mega nice. Sogar geöffnet, fließt die Flüssigkeit runter. Mega, mega, mega nice, muss ich sagen. Mir gefällt das ziemlich gut. Und ich gebe der 9 von 10. Ich finde die richtig nice. Jetzt, oh mein Gott, ich bin gespannt, wie sind die allgemeinen Noten? Hier, ich habe mich dazu entschlossen, das doch weiterzumachen, weil es mich selbst interessiert, wie sind die allgemeinen. Oh, 4,33 von 5, also deckt sich in etwa mit dem, was ich mir gedacht habe. So, da haben wir hier den Raptor Skin. Und den finde ich nicht wirklich toll. Also mir persönlich gefällt er nicht. Und gut, da die drei. Ja, nee, mir gefällt er nicht. Sorry, Leute. Ist nicht mein Fall. Ich gebe dem Ding gerade mal. Oh mein Gott, jetzt kriege ich auf die Fratz wieder 3 von 10. Und jetzt, ich denke mir schon, oh mein Gott. Und was haben wir? 3,9 von 5 ist die allgemeine Stimmung dazu, zu dem Ding. So, also, dann geht's weiter. Dann ist der Abstrakt wieder da. Der ist allerdings ein bisschen cooler. Definitiv hier ein Airbrusher. Ja, mega nice. Ist echt cool. Ist eine coole Sache, wenn es einer richtig geil kann. Airbrush. Ist mega fett, wollte ich auch mal lernen. Abstrakt. Gefällt mir persönlich ganz gut. Aber ist jetzt nicht der Oberburner, aber ich finde ihn ganz cool. Ich gebe dem immerhin 6 von 10. Und jetzt schauen wir mal. Wie sind denn hier eure Meinungen? 3,2 von 5 bei 15 Votes. Okay. Dann. Oh, der ist. Das ist eigentlich mal eine coole Picke irgendwo. Der Renegade Roller, finde die ganz nice eigentlich. Play again. Aber ist jetzt auch nicht so. Also, ich gebe dir auch 6 von 10. Ich gebe dir auch 6 von 10. Ja. Und, oh mein Gott, da geht's ganz schön auseinander. 2 von 5 bei gerade mal 3 Votes, also es kommt auf jeden Fall nicht gut an bei euch, so wie es aussieht. Ja, dann schauen wir mal weiter. Oh, und jetzt geht's los. Jetzt sind wir schon bei den Emotes. Und dann hören wir da mal da rein. Lass mal ganz kurz die Lautstärke hoch machen. Ring! Und jetzt geht's los. Ja, das ist der Ausdruckstanz, ja, Dance Therapy und dem Ding, ja, ich finde den ganz nice. Ich würde ihn zwar nicht selber holen wollen, aber ich finde ihn ganz cool. Ich gebe dem Ding 8 von 10. So, und wir sind hier eure Bewertungen 4,56 von 5, okay? Ja, deckt sich in etwa mit dem, was ich mir gedacht habe. So, dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir den Survival Specialist.
Ja. Find den, auch wenn ich jetzt ein Survival-Experte bin, sofort, der ist immer irritiert, wie lange ich über die Map laufen kann, ohne gekillt zu werden. Das Ding sieht nicht schlecht aus, ist aber jetzt auch nicht so der Oberburner. Ich gebe dem. Ja, das T-Shirt ist schon cool. Totenkopf drauf finde ich immer geil. Ja. Ich gebe der. Da oben ist natürlich hier, da weißt du ganz genau, wo du hinzielen musst. Ne? Da oben drauf, dann ist er relativ schnell weg. Aber egal. Ich gebe der 6 von 10. Und dann schauen wir doch mal, wie ist der Survival Specialist bei euch bewertet. Oh mein Gott, 4,25 von 5. Also das ist, euch gefällt das Ding auf jeden Fall. Und das ist jetzt wieder was, was ich mega geil finde. Den habe ich mir selbst auch geholt. Jetzt hören wir mal da rein. Ich finde den mega nice. Also jeder, der Pulp Fiction Fan ist, muss diesen Twist eigentlich holen. John Travoltas legendäre Twist-Szene aus Pulp Fiction. Ich lieb den. Ich mach den auch gerne. Jo, wie sind denn eure Meinungen dazu zu dem Twist? Gucken wir mal. Also ich gebe dem Ding definitiv eine 10 von 10. Ich finde den mega geil. Und ihr 4,6 von 5, also gefällt's euch auch. Mega cool. So, dann geht's weiter mit dem Snorkel Ops. Der Snorkel Ops. This is the Snorkel Ops, man. Here is the Snorkel Ops. Aber ich finde den scheiße. Sorry, Leute, ich finde den echt kacke. Und deswegen, weil ich den kacke finde. Mit seinem Schnorchelchen da oben. Also ganz ehrlich, könnt ihr schnorcheln? Ich habe das einmal probiert. Da ist mir das Salzwasser oben in den Schnorchel reingeflossen, weil ich das irgendwie nicht richtig hinbekommen habe. Und das ist ziemlich eklig, wenn du den Kram dann direkt im Mund hast. Ja, du willst einatmen und vermachst das ganze Salzwasser in der Fresse. Das ist dann nicht wirklich toll. Schon allein deswegen, wegen diesem tollen Schnorchelerlebnis, ja, kann ich dem Ding nicht mehr geben als 2 von 10. So, ich finde den grausam. Den Snorkel Ops. Und schauen wir mal, wie. Ja, da gehen wir uns wieder stark auseinander. 4,44 von 5 bei 18 Votes. Okay. Reden wir nicht mehr drüber, aber ich finde ihn grausam. Sorry. So, dann haben wir die Empire Picker. Die finde ich wiederum relativ nice. Erinnert mich so ein bisschen an Rolls-Royce Style Emily. Und ich gebe dem Ding hier 8 von 10. Oh, anhören, wie die hört die sich an. 8 von 10. Das Ding ist nice. So, die Empire Pickle. Das so, und die gefällt euch jetzt wieder nicht. Die Empire Picker. 2,5 von 5 bei nur 2 Votes. Alles klar. So, und dann haben wir hier den Rhinestone Rider. Schöner Schrottgleiter. Das Ding ist doch der absolute Rotz, oder? Wer will denn sowas? Sorry, aber was will ich denn da damit? 0 von 10. Jo, und jetzt hoffe ich, bitte enttäuscht mich nicht. Bitte, bitte, bitte enttäuscht mich nicht. 1,33 von 5 bei 3 Votes. Also ihr seid der gleichen Meinung. Da bin ich happy. Okay, das war's dann hier vom Daily Shop Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Macht mal einen Daumen hoch für uns.
Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.